Buch 2 Episode 7 Morgan Trading Company. Du siehst ein wenig müde aus, Ryoma. Ist alles in Ordnung? Auf dem Rückweg von den Minen hat Reinhard das zu mir gesagt. Ich hatte vor, bei einigen Leuten vorbeizuschauen, die beim Verkauf deines Eisens, deiner Schleimschnur und des von dir entworfenen wasserdichten Stoffes mitmachen würden, aber mir geht's gut. Ich habe nur ein bisschen zu viel magische Energie verbraucht. Ich hatte den Erschaffungsblock benutzt, um eine große Menge roten Drecks in Ziegelsteine zu verwandeln, also war ich kurz davor, meine magische Energie zu verbrauchen, aber ansonsten ging es mir gut. Es war ja nicht so, dass mir die Energie ausgegangen wäre, und so viel Erschöpfung würde meine Arbeit nicht beeinträchtigen. Etwa eine Stunde nach dieser Frage kam die Kutsche in der Stadt an und hielt vor dem Laden eines bestimmten Händlers. Das Geschäft war nicht auffällig, aber der Laden und seine Umgebung waren als große Holzgebäude gebaut, die einen sauberen Eindruck machten. Ich nahm an, dass es sich um ein Geschäft der gehobenen Klasse handeln musste, das der Herzog und seine Familie besuchten, aber der Laden wirkte nicht einschüchternd, und das war auch gut so. Als wir das Geschäft betraten, wurden wir sofort in den großen Empfangsraum im hinteren Teil geführt. Die Wände hier waren mit Gemälden geschmückt, in der Ecke standen dekorative Vasen. Es war ein Raum mit weitaus teurerem Geschmack als der Außenbereich. Ich setzte mich wie aufgefordert auf das Sofa, aber es war so weich, dass ich darin versank. Es war ein wenig extravaganter als die Empfangsräume, die ich aus meinem früheren Leben kannte, und ich fühlte mich ein wenig fehl am Platz. Ich sollte einfach still neben Saibas sitzen. Ich saß gerade bescheiden genug, um nicht erbärmlich zu wirken, und wartete, bis schließlich ein gut gebauter Mann erschien. Wahrscheinlich war er der Besitzer dieses Ladens. Meine Güte, die ganze herzogliche Familie ist zu Besuch gekommen. Lange nicht mehr gesehen, Serge. Es ist schön, dich wiederzusehen. Sie und ihre Familie behandeln mich tagtäglich gut, aber es ist so selten, dass man sich von Angesicht zu Angesicht sieht. Es freut mich zu sehen, dass auch alle gesund aussehen. Ich glaube, diese Person ist ein neues Gesicht. Mein Name ist Serge Morgan, Präsident der Morgan Trading Company. Oh, er begrüßte mich auch. Ich bin Ryomata Kebayashi. Verschiedene Umstände haben mich in die Obhut der Familie Jamil gegeben. Es freut mich, Sie kennenzulernen. Ich erwiderte den Gruß mit einem Lächeln. Man hatte mir gesagt, dass ich ihm vertrauen konnte, aber ich fragte mich, was für ein Mensch er war. Nun, um direkt zum Geschäftlichen zu kommen. Haben Sie heute wieder etwas Neues mitgebracht? Während ich nachdachte, begannen die beiden ihr Geschäftsgespräch. Da er, wieder, sagte, muss Reinhard ziemlich oft Produkte hierher bringen. Bevor ich dir das Produkt zeige, möchte ich, dass du mir etwas versprichst. Du darfst nirgendwo Informationen über das, was du gleich sehen wirst, weitergeben. Ich vertraue dir, Serge, aber nur für den Fall. Ja, natürlich. Informationen über unsere Geschäftspartner sind das Wertvollste, was wir haben. Wenn Sie nicht wollen, dass etwas durchsickert, werden wir alle zusätzlichen Vorsichtsmaßnahmen ergreifen, um sicherzustellen, dass es geheim bleibt. Ich muss allerdings sagen, dass ich Sie noch nie um so etwas gebeten habe, Herr Reinhard. Es gibt einige Umstände. Aber ich bin sicher, dass der Gewinn dieses Mal auf einer anderen Ebene liegen wird. War es wirklich so erstaunlich? Ich schätze, Regenmäntel waren in meinem früheren Leben alltäglich. Mein Gefühl für den Standard könnte falsch sein. Saibas. Auf Reinhards Befehl holte Saibas den wasserdichten Stoff, den Schleimfaden und den Eisenbarren, den ich hergestellt hatte, aus seiner Gegenstandskiste. Dieser Stoff wurde auf eine besondere Weise verarbeitet. Darf ich es abholen? Natürlich.
Serge zeigte Interesse an dem Stoff, sobald er ihn in der Hand hielt, und untersuchte die wasserfeste Oberfläche genau. Hm, es fühlt sich gut an. Das ist noch nicht alles, was daran schön ist. Dieser Stoff kann Wasser abweisen, ohne dass es auf die andere Seite durchdringt. Wirklich? Du kannst es bei Epreisal nachschlagen oder ihn tatsächlich um deine Hand wickeln und in Wasser tauchen? Ich habe das hier als Probe mitgebracht. Dann, wenn Sie nichts dagegen haben. Serge rief einen Diener, der eine Schale mit Wasser vorbereitete, und benutzte dann Epreisal, während er wartete. Seine Augen funkelten, als er die Informationen las, und sobald der Diener das Wasser brachte, wickelte er seine Hand darin ein und steckte sie in das Wasser, um zu testen, wie abweisend es war. Herr Reinhardt, das ist ein fabelhafter Gegenstand. Nicht wahr? Meinst du nicht, dass sich dieser Stoff gut als Regenschutz verkaufen würde? Es wird sich verkaufen. Das wird sich ganz bestimmt verkaufen. Er war wirklich von der Sache begeistert. Und das ist noch nicht alles. Als nächstes kommt diese Schnur. Darf ich mal sehen? Diesmal nahm er den Faden in die Hand und begutachtete ihn, berührte ihn und zog an ihm. Dann sagte er einen Satz. Könnte dieser Faden mit demselben Material wie der Stoff verarbeitet sein? Ist ihm das aufgefallen? Niemand gab ihm einen Hinweis, aber er konnte es allein durch Berührung feststellen. Als er Sergers Antwort hörte, nickte Reinhard lächelnd. Ich wusste, dass du es sehen würdest, Serge. Ja, das ist richtig. Das Verfahren ist ein wenig anders, aber es wird das gleiche Material verwendet. Nun, ist das nicht ein feines Garn? In der Tat, die Spitzenschneider würden sich darum reißen. Die Schönheit des Garns ist ein Faktor. Aber es ist auch robust. Das ist Kleidung, die aus diesem Stoff und Garn hergestellt wurde. Während er das sagte, holte er den Arbeitsoverall und die langen Stiefel heraus, die ich gemacht hatte. Hm. Ich hatte doch schon meine Arbeitskleidung dabei. Hat er neue gemacht? Wann hatte er denn die Zeit dazu? Das ist Arbeitskleidung für den Einsatz an nassen und schmutzigen Orten. Das Design ist ein wenig exzentrisch, aber die Funktionalität ist hervorragend. In der Tat, ich glaube, es wird Arbeiter geben, die so etwas haben wollen. Wenn es uns gelingt, den Menschen die Vorteile zu vermitteln, könnten sie sich explosionsartig verbreiten. Man bräuchte etwas, um diese Explosion auszulösen, aber die Wahrscheinlichkeit ist hoch. Und schließlich ist da noch das hier. Reinhard schob den Arbeitsoverall und die langen Stiefel zur Seite und holte als letztes den Eisenbarren heraus. Darf ich ihn begutachten? Natürlich. Serge begutachtete ihn, bevor er sich mit einem leicht enttäuschten Schulterzucken an Reinhard wandte. Es ist ein schönes Stück, aber, um ehrlich zu sein, sieht es für mich wie ein durchschnittlicher Eisenbarren aus. Dann sieh dir stattdessen diesen Barren an. Seibas nahm den anderen Barren, von höchster Eisenrechteinheit, heraus und reichte ihn Serge. Ist das Aluminium? Aber dieses Gewicht ist. Erlauben Sie mir, es zu untersuchen. In dem Moment, in dem er das sagte und Epreisal einsetzte, klappte ihm die Kinnlade herunter, als er das Ergebnis sah. Er versuchte, sich zusammenzureißen, aber er schwitzte heftig und war sichtlich verwirrt. Herr Reinhardt, dieser Barren ist erstaunlich, nicht wahr? Meinen Sie nicht, dass es einen Aufstand geben würde, wenn er verkauft würde? Natürlich nicht. Dieser Glanz, der mit Silber verwechselt werden könnte. Es würde jedem klar sein, dass es anders ist als alle anderen Gegenstände, die es gibt. Manche würden sogar versuchen, in seine Herstellung einzudringen. Und dafür ist der Barren von vorhin gedacht. Dieser Barren wurde aus einem Barren wie dem in deinen Händen modifiziert,
um ihn den bereits existierenden Barren ähnlich zu machen. Serge nickte verständnisvoll. Ich verstehe die Umstände, aber dann wäre es nichts anderes als normales Eisen. Es wird nicht viel Aufmerksamkeit erregen, ist das in Ordnung? Das wäre in Ordnung. Wir möchten diesen Barren rechtmäßig, aber unter Geheimhaltung verkaufen. Dieser Barren stammt aus den Minen, aber es ist ja nicht so, dass neue Adern entdeckt worden wären. Ich verstehe. Sie wollen also die Produktion geheim halten und die fertigen Barren verkaufen, ist das richtig? Ganz genau. Um genau zu sein, möchte ich, dass es in andere Königreiche exportiert wird. Beim Verkauf innerhalb des Königreichs müsste der Herkunftsort angegeben werden, aber beim Export genügt die Angabe des Königreichs, nicht wahr? Ja. Das wird kein Problem sein. Das war alles, was für eine Entwarnung nötig war. Wirklich. Die Barren hierher zu bringen, dient auch dazu, die Identität des Schöpfers geheim zu halten. Ich bitte dich darum, weil ich dir vertraue, Serge. Vielen Dank. Nun, was den Schöpfer angeht. Diese drei Gegenstände wurden alle von ein und derselben Person entwickelt. Oh, das ist nicht der Punkt, der Sie überraschen sollte. Ich wollte gerade vorgestellt werden. Diese drei wunderbaren Gegenstände wurden alle von derselben Person entwickelt. Reinhard grinste über Sergers Antwort und sagte: Das ist richtig. Derjenige, der sie geschaffen hat, ist Ryoma hier drüben. In dem Moment, in dem diese Worte Reinhards Lippen verließen, schaute Serge verblüfft und mit großen Augen zwischen Reinhard und mir hin und her. Was hast du gerade gesagt? Ryoma hier war der Erfinder dieser Gegenstände. Es mag schwer zu glauben sein, aber es ist die Wahrheit. Habt ihr diese Dinge wirklich gemacht, Meister Takebayashi? Ja, das habe ich. Es ist wahr. Ich möchte, dass ihr das für euch behaltet. Aber trotz seines jungen Alters ist Ryoma ein ausgezeichneter Forscher und Alchemist. Sergers Gesichtsausdruck schien ein wenig zweifelhaft zu sein, als er das Wort Alchemist hörte. Ich schätze, Alchemisten waren wirklich nicht vertrauenswürdig. Ich verstehe ihre Zweifel, aber er hat diesen Barren vor meinen eigenen Augen erschaffen. Er ist kein Betrüger. Vor Lord Reinhards eigenen Augen. Darf ich fragen, ob ich auch Zeuge des Vorgangs sein darf? Oh, trotz seines Verdachts war er bereit, die Wahrheit zu bestätigen, bevor er mich beiseite schob. Nun, ich wurde vom Herzog persönlich hierher gebracht. Ich hatte nicht mehr viel magische Energie übrig, aber ich würde tun müssen, was ich konnte. Ich habe heute ein wenig zu viel magische Energie verbraucht, würde etwas Kleines ausreichen? Wenn das so ist, habe ich in meinem Laden Tränke zum Auffüllen der magischen Energie vorrätig, du kannst sie gerne benutzen. Da dies auf meine Bitte hin geschieht, ist das das Mindeste, was ich anbieten kann. Wirklich. Ich könnte sie haben. Dann sollte es kein Problem geben. Könnte ich dann zwei Blatt Papier und ein Schreibgerät zusammen mit dem Trank bekommen? Ich brauche sie für den Zauberkreis. Serge rief seinen Diener noch einmal, um den Trank, den Stift und das Papier zu holen. Reicht das? Das ist perfekt. Danke. Ich bedankte mich und zeichnete zwei einfache magische Kreise auf die Papiere, bevor ich 5 Ziegelsteine mit rotem Dreck aus meiner Gegenstandskiste holte. Das ist Erde aus den Minen, die durch Erdmagie gehärtet wurde. Sie wird als Grundmaterial dienen, also überprüfe sie bitte selbstständig. Serge wandte sofort Ebreisal an. Ja, das ist es. Und jetzt pass bitte auf, dass du keine Körperteile in den magischen Kreis legst, während ich arbeite. Es ist sehr gefährlich. Ich werde jetzt beginnen. Ich ließ magische Energie durch die Kreise fließen und sah zu, wie sie aufleuchteten und schnell einen Eisenbarren herstellten, bevor ich ihn weiterreichte.
Bitte untersuchen Sie ihn. Serge, dessen Augen während der ganzen Zeit meiner Arbeit so rund wie Teller waren, nahm den Barren entgegen und begutachtete ihn. Im nächsten Moment sprang er vom Sofa auf. Bitte entschuldigen Sie mich aufrichtig. Er verbeugte sich tief und mit respektvoller Eleganz. Nein, nein, überhaupt nicht. Bitte heben Sie den Kopf, das ist nicht nötig. Ich weiß, dass die Menschen Alchemisten gegenüber misstrauisch sein können. Also war Ihre Reaktion schon besser als die des Durchschnittsmenschen. Obwohl ich die Unterstützung der Familie Jamil hatte, war ich immer noch ein Kind. Sich von jemandem, der über mir stand, so aufrichtig entschuldigen zu lassen, fühlte sich einfach nicht richtig an. Hätte er mich abblitzen lassen oder seinen Verdacht durch negative Worte und Taten zum Ausdruck gebracht, hätte ich ihn wie meinen früheren Chef in einer Geschäftsbeziehung behandeln können. Ich bin dankbar für deine Worte. Ich hätte nicht erwartet, dass ein echter Alchemist hier ist. Darf ich fragen, ob ihr tatsächlich älter seid, als ihr zu sein scheint? Nein, auf keinen Fall. Wie konnte er das wissen? Wovon redest du? Ich habe gehört, dass wahre Alchemisten Elixiere der Unsterblichkeit und Verjüngung herstellen können. Ich habe immer geglaubt, dass das nur Lügen sind, um ihre Betrügereien voranzutreiben, aber wenn du ein echter Alchemist bist, dann. Ich kann nicht. Oh, das hat er also gemeint. Für einen Moment hatte ich Angst. Ich zeigte mein Alter auf meiner Statustafel an. Ich kann keine Elixiere des Lebens oder der ewigen Jugend herstellen. Es mag Leute geben, die das können, aber für mich ist es unmöglich. Das Einzige, was ich tun kann, ist, das Eisen im Dreck zu sammeln und zu Barren zu verarbeiten. Ich verstehe. Ich entschuldige mich für meine Vermutungen. In diesem Moment schaltete sich Reinhard in unser Gespräch ein. Da Sie nun glauben, dass Ryoma ein echter Alchemist ist, lassen Sie uns die Diskussion fortsetzen. Wie Sie sehen, ist Ryoma bemerkenswert fähig und kenntnisreich, und das erlaubt ihm, die Barren und den wasserdichten Stoff herzustellen. Wenn jedoch jemand herausfindet, dass er ein Alchemist ist, wird er mit allen anderen Betrügern in einen Topf geworfen. Und selbst wenn man seine Fähigkeiten anerkennt, wird man auf sein junges Alter herabsehen, es wird Leute geben, die das ausnutzen wollen. An dieser Stelle möchte ich Sie bitten, Ryomas Produkte zu einem fairen Preis zu kaufen, Serge. Das heißt, ohne Ryoma als Verkäufer zu veröffentlichen. Verstanden? Das wäre ein Kinderspiel. Ryoma, Serge ist ein Händler, dem du vertrauen kannst. Wenn Sie jemals etwas verkaufen wollen, bringen Sie es in diesen Laden. Auch deine Einkäufe kannst du hier sicher erledigen. Ich verstehe, vielen Dank. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit Ihnen, Emma. Serge. Gleichfalls. Wir werden auf Meister Ryomas Besuche warten. Auch, Ryoma. Ihr könnt so viel Schmutz aus den Minen verwenden, wie ihr wollt. Ihr könnt sie an eure Schleime verfüttern und Barren für Geld herstellen. Bist du sicher? Der Gewinn für dich wäre nicht. Es ist eine Verlassene-Mine, also haben wir sowieso keine Gewinne erwartet. Und wenn ihr eure Barren an Serge verkauft, profitieren wir von der Steuer. In jedem Fall ist es kein Verlust für uns. Auch der wasserdichte Stoff wird sich voraussichtlich gut verkaufen. Du kannst jeden Stoff, den du herstellst, in diesem Laden oder in einer anderen Filiale der Morgan Trading Company abgeben. Hört sich das gut an, Serge? Ja, das wird kein Problem sein. Wenn Meister Ryoma seine Adresse angibt, kann ich auch dafür sorgen, dass alles unter strengster Geheimhaltung von der nächstgelegenen Filiale aus abgewickelt wird. Ich war zwar dankbar dafür, aber waren Sie nicht ein bisschen zu nett? Daraufhin erzählte ich dem überraschten Serge, dass ich in einem Wald lebte, und wir beschlossen,
dass ich ihn über meinen Wohnsitz informieren würde, sobald ich mich entschieden hätte, ob ich dorthin zurückkehren würde. Vorläufig würde ich diesen Laden benutzen, solange ich in der Stadt bin. Wenn ich in den Wald zurückkehren würde, könnte ich die wasserfesten Stoffe in der Filiale in der Heimatstadt des Herzogs, in Gaunag, abgeben. Ich wusste nicht, wie ich ihnen für ihre Freundlichkeit danken sollte. Vorerst würde ich so viel Schnur und Barren wie möglich herstellen, solange ich in der Stadt war. Wenn ich 2 Tage lang mit der Absicht handelte, meine gesamte magische Energie zu verbrauchen, sollte ich in der Lage sein, eine ordentliche Menge herzustellen. Serge hatte mir als Entschuldigung dafür, dass er ohnehin an mir gezweifelt hatte, eine große Anzahl von Zaubertränken zum Auffüllen der Magie mitgegeben. Auf jeden Fall war ich froh, einen sicheren Ort zu haben, an dem ich meine Sachen verkaufen konnte. Außerdem hatte Serge gesagt, ich könne gerne vorbeikommen, wenn ich etwas brauche. Ich bezweifelte, dass er mich als Betrügerin behandeln würde. Nachdem alles erledigt war, verabschiedeten sich Serge und seine Dienerin von uns und wir kehrten zum Gasthaus zurück.